heute Flohmarkt-Vlog, Leute. Wir sind hier auf der Flohschanze in Hamburg und ich check den Flohmarkt heute ab und versuche alles Gute rauszuquetschen, Leute. Wir schauen uns die Stände an und sind auf der Suche nach Bares und Wahres. Ist das so richtig? Mit dabei meine Assistentin. Meine Assistentin im Ordinär-Pullover. Sie ist hier gerade auf ihr GoPro-Film. Bleibt dran und schaut euch das Video bis zum Ende an, Leute. Und ich würde sagen, let's go. So, Leute. Hier auf dem Flohmarkt jetzt und wir schauen uns mal durch hier, ne? Sieht ganz schön voll aus und ich würde mich melden, wenn wir was gefunden haben. Louis ist auch am Start. Sind das originale Taschen? Ich glaube ja. Du glaubst ja? Ja. Und wenn nicht original? Dann nicht original, kannst du gehen nach Laden. Laden? Das ist 1200, 1500 Euro. Also, du musst doch wissen, ob die original sind oder nicht. Das ist keine Ahnung. Was würdest du da für eine haben? Das ist 40 Euro. 40 Euro würdest du eine haben? Ja. Okay. Leute, ich habe hier ein Palm Angels T-Shirt gefunden. Das aber eher, glaube ich, weniger der Wahrheit entspricht. Wenn ich mal so schaue. Captain America. Okay, das ist hier ein cooles Teil. Baseball. Angels. Das ist von Starter. Hier mit so coolen Patches. Chef, was soll das kosten? 5 Euro. 5 Euro? Halt das mal erstmal fest. So, warum hat der Typ eine Marke? Wer ist das? Guck mal genau, wer das ist. Jeremy Mix. Das ist dieser. Ja, das ist der Typ aus dem Gefängnis. Warum hat der eine Marke? Oh, das ist ein schöner Hoodie. Anna Broderie. Oh, Digga. Hat Real Talk, Leute, von dieser Schrift. Ich weiß nicht mal, was das für eine Marke ist, aber da finde ich den gar nicht mal so schlecht. Aber dann habe ich das hier gesehen und hat sich das Thema auch schon erledigt. Timberland XL Figure. Das ist auch ein interessantes Teil. Würde ich mir zwar niemals holen, aber interessant. Kennt ihr noch dieses Spiel an die ganzen 2000er, Leute? Das Spiel hier, das ist es gewesen, ne? Hier das auf dem Nintendo, das war's, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie krass das Spiel eigentlich ist. Was sollen die Louis Vuitton Schuhe hier kosten? Also die hier blauen? 120. Sind die original? Nee. Ah, die sind nicht original. Okay. Es wird einfach so ausgestellt, so als wären das so originale Schuhe. Aber ich finde es ehrlich und gut, dass die Leute straight sagen, es ist gefaked. Außer der Kollege davor. T-Bock. T-Bock? Ich finde die cool. Beide Sachen sind schon mal sehr wild hier. Das T-Shirt von Harley Davidson und das Nike-Shirt. Ich bin mal gespannt, was die gleich kosten. Nummer 1 auf dem Flohmarkt, Leute. Also schaut euch erstmal an, was es hier so gibt. Und wenn ihr dann sagt, ey, ich habe jetzt die Sachen gefunden, die ich haben will, dann geht man damit zusammen zum Chef. Verlangt man einen Preis für alle Artikel zusammen. Diese Jacke habe ich immer bei Shindy gesehen. Damals war das so hype, diese Alpha Industries Jacken zu haben, wo Shindy sie irgendwie gefühlt in jeder Farbe hatte. Vor, Digga, das war 2015, ey, wie krass die Zeit, also wie schnell die Zeit noch vergeht. Ich habe jetzt den Herrn gerade gefragt, er meinte gerade zu mir 25 für jedes Shirt. Mal schauen, was man da so rausholen kann. Also ich sag mal so, 25 ist mir viel zu viel. Hallo. Ja.
So ein Burberry Trenchcoat? Gar nicht mal so verkehrt, aber nicht in dieser komischen Farbe, sondern in die Richtung. Aber ist mir persönlich zu groß. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier unsere ersten T-Shirts gekauft. Zwei Vintage-Shirts, eins von Harley Davidson und ein richtig wildes Nike-Vintage-Shirt. Ich zeige euch die auf jeden Fall später nochmal alle. Das hat sich bisher auf jeden Fall gut gelohnt. Ich melde mich gleich nochmal, wenn wir was Spannendes finden. Leute, hier in solchen Ecken findet man immer so einen kleinen Schatz. Merkt euch das. Hier in diesem Fall wahrscheinlich eher weniger. Viele Personen haben mich immer mal gefragt, wo ist dieser Flohmarkt? Dieser Flohmarkt ist an der Flohschanze, hier an der Feldstraße in Hamburg, und der hat jeden Samstag von 10 bis 16 Uhr auf. Also wenn ihr mal in Hamburg seid oder von außerhalb seid und mal an einem Samstag hier seid, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, unabhängig von Klamotten und so weiter. Auch sehr viel Kunst, auch so Sachen halt. Ja, ihr seht's, Leute. Also, jetzt schaue ich mir mal ein paar Bilder an. So, wir haben jetzt noch diesen Jersey geholt, hier. Diesen Starter-Jersey, den ihr gerade gesehen habt. Den fand ich auch ganz interessant. Für 3 Euro. Kann man sich nicht beschweren. Der Flohmarkt ist vorbei. War auf jeden Fall ganz cool heute. Also, wir haben jetzt 3 Teile geholt. Einmal hier. Wir haben hier einmal dieses von Starter, dieses Baseball-Jersey gekauft. Ich fand hier die Patches ganz interessant. Hier auf der Seite ist auch nochmal ein Patch. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Team das ist, aber für 3 Euro dachte ich mir, oh, nimm mal mit. Dann als nächstes haben wir hier dieses Harley-Davidson-Shirt, wo ich sagen muss, also Orange ist schon eine gewöhnungsbedürftige Farbe, aber jetzt gerade für den Sommer gar nicht mal so schlecht. Dreht es mal um. Ich finde den Backprint sehr, sehr wild. Als nächstes haben wir hier dieses Nike-T-Shirt, was ich sehr nice fand. Ein richtiges Vintage-Shirt. Ich glaube, das kommt so aus den 90ern um den Dreh. Ja, geil erhalten. Für die beiden T-Shirts habe ich insgesamt 37 Euro bezahlt. Und insgesamt haben wir heute einen 40er ausgegeben auf dem Flohmarkt und haben 3 nice, coole Sommerpieces geholt. Ja, Leute, so viel dazu. Also wenn ihr, wie gesagt, in Hamburg seid, kommt auf jeden Fall hier auf dem Flohmarkt mal vorbei. Hier findet man eigentlich ganz coole Sachen. Ich muss aber auch sagen, dieser Flohmarkt hier ist auch einer der teureren Flohmärkte hier in Hamburg. Das war's schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.